Meine Damen und Herren, liebe Mitzuhörer und Mitzuhörerinnen, ihr werdet es bemerkt haben, wir hatten leider Gottes einen Bildausfall, aber das ist halt, wenn die Geschichte live ist, kann das passieren, aber nichtsdestotrotz, wir sind da, starten hinein in den Tag. An und für sich wollte ich heute so starten, jeden Tag um 9:45 müssen wir dann auf der Matte stehen, wir können kaum erwarten, um mit Fitbit Philipp durchzustarten und jetzt kommt's, wir wären alle dick und fett, wenn Philipp uns nicht gerettet hätte. Und dieses Gedicht, das ist nur der Anfang, der kommt von der Camilla und die ist 81 Jahre jung. Gut, Herrschaften, wir sagen, verlieren wir keine Zeit, machen wir gleich die erste Übung. Dazu ganz, ganz wichtig, stellen wir ein Bein einmal vor das andere. Wir fangen heute mal ganz entspannt locker an. Ja, das ist unsere Ausgangsposition. Wir achten darauf, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Ja, und wenn wir angekommen sind, dann geht's los, indem wir uns von vorne nach hinten bewegen. Ganz locker mal anfangen zum Pendeln. Wie gesagt, Montag ist, wir starten sanft hinein, aber keine Sorge, wir haben schon noch was dabei, was ein bisschen reingeht heute. Ja, sehr gut. Und nach vorne und zurück. Genau, man kann ein bisschen größer werden auch da. Etwas mehr Schwung mitnehmen durch die Arme. Ja, die können da mitschwingen. Nach vorne auf die Zehenspitzen. Wie unsere Spitzensportler, einfach nur mal hineinfühlen, schön langsam. Da merkt man eh gleich, wie geht es uns heute mit dem Gleichgewicht, wie fühlen wir uns. Ist nicht immer gleich, ja. Sehr heiß ist es, muss ich feststellen da bei uns. Sehr schön. So, jetzt wechseln wir das Bein auch da wieder. Zunächst einmal ganz locker beginnen, ganz locker. Genau, mal schauen. Ist nur der Start hinein. Und dann nehmen wir unsere Arme mit. Da können wir ein bisschen größer werden. Richtig schwungvoll hineinzustarten. Sehr gut. Atmung fließt. Ja, Atmung fließen lassen. Schaut drauf, trotzdem Körperspannung, die ist da. Sehr schön. Der Little Fielding jetzt am besten. Der sitzt da, ja. Und ist entspannt. So, nach vorne. Okay. So, nächster Schritt, ganz wichtig. Unser Bewegungsmuster. Das holen wir uns wieder ins Bewusstsein. Und zwar gleich die Geschichte. Einfach, wir heben an, steigen nach vorne, setzen mit der Ferse Mittelfuß, Vorfuß auf, drücken uns ab und steigen retour. Das kann man machen, indem man sich anhält. Für die älteren Damen und Herren, zack, die anderen werden dynamischer, steigen nach vorne. Ja. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir da mit der Ferse aufsetzen, ja. Dann abrollen, Richtung Vorfuß und nach hinten steigen. Warum überzeichnen wir so? Weil normal, wenn wir so dahin latschen, bleiben wir da irgendwo hängen. Das geht natürlich jetzt nicht. Ja, wenn die Spitze nach oben zeigt, okay? So, und dann kann man das Ganze natürlich ein bisschen größer machen, indem wir weiter nach vorne steigen. Die Profis unter uns, die bringen schon ein bisschen Schwung hinein in den Tag. Und apropos Schwung, einen Teil des Gedichtes haben wir gehört. Jetzt zeigen wir die Camilla, da ist sie seit Anfang an mit dabei. Guten Morgen. Ja, 81 Jahre jung. Dann können wir unsere Arme dazu nehmen, weiter nach vorne steigen, jetzt einmal seitlich her, zack, aber auch darauf zu achten, Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und richtig schön über den Vorfuß wieder abdrücken. Da kommt ein bisschen Schwung, ein bisschen Dynamik hinein, so soll es sein. Oder einfach nur probieren einmal nach vorne, einmal, zweimal. Ja. Und jetzt ist klar, warum wir das uns vorher so aufgewärmt haben. Ja. Ist fast ähnlich, damit wir in Schwung kommen. Oder nach vorne, zack. Und da hat jeder von euch die Möglichkeit, das so gut wie möglich auszuführen. Oder man geht halt noch weiter nach unten. So, nächster Schritt. Ja, wir machen das Ganze nach hinten. Auch da wieder langsam. Wir setzen auf Vorfuß, Mittelfuß, Ferse. Kommen wieder nach vorne. Anderes Bein. Ja, damit wir mehr Sicherheit bekommen beim Zurücksteigen. Und auch das geht dann natürlich dann wieder ein bisschen größer. Ja, geht dann wieder größer, schön nach hinten. Oder noch weiter nach hinten steigen. Ja. Anderes Bein. Wir merken, da kann es auch ein bisschen wackeln. Das ist gut so. Körperspannung ist da. Und wieder retour. Komm wieder nach vorne. Geht natürlich auch dann, dass man zweimal nach hinten steigt. Oder mal zur Seite, nach vorne, zur Seite. Genau, Lächeln aufsetzen. Super. Optimal, genau. Nach hinten steigen. Da geht es so darum, um diese Sicherheit hier zu bekommen. Wenn wir irgendwo unterwegs sind und wir müssen plötzlich einen Schritt mal zurück machen, wissen wir, wir sind auf der sicheren Seite. So, sehr schön. Okay, einmal noch. Okay, so, jetzt. Nächste Übung wichtig. Immer das Standbein gescheit verwurzeln. Dann, ja, Körperspannung, Bauchnabel zieht nach unten, innen. Und jetzt heben wir ab. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Und einmal. Zwei,
3, jeder so gut es geht, ja. 4, da kräftigen wir vorne, merkt man das. 5, okay. Wir stellen ab, wir wechseln das Bein. Auch da wieder Einsteiger, fortgeschrittene Profis nach oben. 1, 2, Körperspannung ist da. 3, sehr gut. 4 und 5. So, jetzt wieder der Beinwechsel und jetzt kommen wir zur Seite. Lasst euch Zeit. Wenn ihr euch anhaltet, ist alles in Ordnung. So, und jetzt seitlich. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Einmal, zweimal, drei, vier und 5. Ja, und jetzt wechseln wir das Bein natürlich. Und auch da fangen wir wieder an. Unten anfangen. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. 1. Ja, das merkt man richtig auch schon im Gesäß, gell? 2. 3. 4. Und 5. Und jetzt machen wir das Ganze nach hinten. Das heißt, auch da wieder Körperspannung ist da und auch da wieder. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. 1. Ja. Und da gefreut sich das Bobscherl. 2. Oder einfach eine Hand halten dabei, genau. 3. Kurz einmal halten in der Spannung. Ja, 4. Hui, da wird er knackig. Und 5. Sehr schön. Und jetzt das andere Bein noch. Bleib zur Seite stehen, noch da wieder. 1. 2. 3. 4. Und 5. Hammer. Sehr gut. So. Nächster Schritt, Kniebeuge einbeinig. Dazu, natürlich gehen wir jetzt nicht einbeinig runter, sondern wir schauen uns mal ungefähr schulterbreit, stehen vielleicht ein bisschen breiter, jeder für sich, müsst es herausfinden. Zehenspitzen zeigen nach vorne. Jetzt gehen wir nach unten, ich zeige es einmal von der Seite her, wir gehen nach unten. Ja, vielleicht einmal Einsteiger fangen da an, dann strecken wir ein Bein nach vorne, ziehen das wieder bei, haben einen guten Stand mit beiden Beinen und dann das andere Bein. Zack, ja. Und dann erst schieben wir über das Gesäß nach oben. Also bitte lasst euch Zeit. Das heißt, wir gehen nach unten. 1, strecken nach vorne. Einmal, zweimal, kommen retour und wieder nach oben. Und die fortgeschrittenen Profis gehen natürlich weiter nach unten, so gut es geht. Halten ebenfalls die Position, kurz halten. 1, 2, 3, steigen retour. Wieder guter Stand, das ist wichtig. Ja. Und dann wieder nach vorne. Hoppala, schau, da wackelt es auch bei mir. Sehr schön. Und wieder retour. Und wir schieben nach oben. Super. Und geht schon jeder für sich. Da bleiben wir schon dran. Einmal, zweimal, aber nicht da irgendwie so hudeln, sondern wirklich. Ja, nicht zieh Attacke, sondern nach unten. Zack. Einmal, kurz halten, beiziehen. Jawohl. Anderes Bein. Auch bei mir wackelt es. Ist alles in Ordnung. Nach oben. Wieder nach unten. Einmal, retour kommen. Körperspannung, die ist da. Zweites Bein. Wir schieben übers Gesäß schön nach oben. Ja? Das heißt, nicht so, sondern wirklich übers Gesäß nach oben schieben. Und jetzt geht's schon. Einmal geht's. Komm, nach unten. Einmal. Und anderes Bein nach vorne. Und retour. Und jetzt schön Bauchnabel zieht nach hinten. Übers Gesäß nach oben. Hui. Ganz schön warm. So, jetzt wird es ein bisschen entspannter. Aber auch da brauchen wir wieder eines unserer Beine, das gescheit verwurzelt ist. So, jetzt lösen wir aus und zeichnen einmal hier mit unseren Zehenspitzen einen 8. Das heißt, mobilisieren hier unser Sprunggelenk. Dann versucht einmal die Richtung zu wechseln. Mobilisation, ein ganz wichtiger Faktor. Ja, und eine, die auch immer sehr mobil ist, das ist die Silvia mit ihrem Hund, dem Maxi. Da haben wir ein Video. Ja, aber wie man sieht, ja, an der Ausdauer von Maxi müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja. So, wir wechseln währenddessen unser Bein. Anderes Bein, ebenfalls Achter. Achter machen, eine Richtung. Ja, schön mobilisieren, das tut gut, gell? Machen wir viel zu wenig. Andere Richtung. Ja, sehr gut. Wenn ihr was zum Anhalten benötigt, macht es. Alles in Ordnung. Sehr gut. So, jetzt kommen wir noch zu unserer Hüfte. Das heißt, auch da versuchen wir, einen Achter zu zeichnen. Zack, Achter. Langsam beginnen. Sehr schön. Nach oben. Genau. So. Zack, Achter. Praktisch einen vor uns liegenden Achter. Kleine Bewegungsgröße. Hüfte mobilisieren.
Hüfte mobilisieren. Kleine Bewegungsgröße oder richtig schöne, große Achter zu machen. So, dann stellen wir ab natürlich und nehmen das andere Bein. Auch da wieder gescheit verwurzeln und auch da wieder klein beginnen. Klein beginnen und dann schön langsam eine Spur größer werden. Sehr gut. Übrigens, ich freue mich weiterhin über Fotos und vor allem über Videos jetzt im Sommer, wo ihr mitturnt, bitte an fitmitphilipp@orf.at zu senden. Sehr schön. So, okay, damit wir noch zum Oberkörper kommen. Nächste Position, ja, wieder schulterbreit. Wir gehen mit den Armen nach unten. Ich stelle mir mal seitlich hin. Das ist unsere Ausgangsposition. Jetzt hängen unsere Arme zur Seite, heben jetzt praktisch unsere Handflächen an. So starten wir. Bauchnabel zieht nach innen. Ja. Und jetzt ziehen wir nach oben. Unser Butterfly. Komm wieder zu euch. Butterfly nach oben ziehen. Sehr schön. Entweder so, ja, oder natürlich wieder mit Zusatzgewichten. Alles möglich. Fortgeschrittene, ja, können versuchen, mal das Ganze einbeinig zu machen. Ihr habt immer wieder die Chance, euch da hier abzustützen, wenn es zu sehr wackelt. Ja, dann einmal auch das Bein natürlich wechseln. Ja. Oder die Profi-Variante, nach oben ziehen und dann nach hinten richtig lang machen. Strecken, retour kommen und erst dann nach unten. Ja. Also Profi-Variante, Einsteiger, ja, Fortgeschrittene und Profi-Variante, jeder für sich, retour kommen, sehr schön, nach hinten strecken, dann einmal das Bein natürlich wechseln, ich komme wieder zu euch, Beinwechsel, jawohl, hopsi, jetzt ein bisschen gewoggelt, zack, wieder retour und wieder lang machen, retour kommen, zack, jawohl, und einmal geht's noch. Okay, so. Nächste Position, wir bleiben so. Hände zur Seite und jetzt neigen wir uns mit unserem Oberkörper nach vorne. Bauchnabel zieht nach innen, ja, nicht so nach unten hängen, sondern wir gehen nach vorne, so gut es geht. Arme zur Seite, Arme zur Seite und kommen wieder nach oben. Gehen wieder nach unten, Arme nach unten und gehen wieder nach oben. Ja. Nach unten gehen, ja, Seite nach oben. Sehr schön. Achtet dabei wirklich drauf. Ja. Probiert es einmal, wie weit geht. Wenn es nur so ist, ist auch okay. Dann die Arme zur Seite nach oben kommen. Ja. Oder Fortgeschrittene gehen ein bisschen weiter nach unten. Ja. Und die Profis natürlich dann, so weit es geht. Aber immer aufpassen, nicht zu einsacken, sondern da die Spannung haben wir mit dabei. Jawohl, seitlich nach oben kommen. Bumm, heute rinnt mir der Dreck ab. Ja. Und nach oben. Was ist 30? Also 1,30 noch. Das war nur die Karin. Meine Regisseurin, haben wir gedacht, was, 30 unten noch? So, und einmal noch so schön, weil es so schön ist, nach unten und nach oben kommen. Sehr schön. Ich brauche kurz meine Handtücher, weil jetzt schwitze ich wirklich extrem. Ja, Herrschaften, das war schon der anstrengende Teil. Wir kommen jetzt ein bisschen zum Lockern. Und zwar gehen wir in ein bisschen eine größere Grätsche, also eine mittlere. Lassen unsere Arme jetzt einmal da nach unten hängen, ausbeuteln und beginnen jetzt einmal hier uns von rechts nach links zu bewegen. Sehr schön, einfach nur mal schwingen, Lächeln aufsetzen. Ja, Herrschaften, und mit jedem Tag, wo wir uns bewegen, zahlen wir auf unser Gesundheitskonto ein. Ja? Und dann gibt es ja die Zinsen noch, wie Wohlbefinden, bessere Fitness, ja? Beweglichkeit, Mobilität, also es zahlt sich aus, hier wirklich einzuzahlen. Ja? Und schön schwingen, kommen wir wieder zur Mitte, hängen nach unten. So, jetzt machen wir ein bisschen was für die Atmung auch. Wir kommen mit der Einatmung nach oben. Atmen ein, gehen mit der Ausatmung wieder nach unten. Kommen mit der Einatmung wieder nach oben. Atmen aus und... Ja, das war schon wieder für den heutigen Tag und wie immer, vor allem in dieser Hitze, ganz, ganz wichtig, Herrschaften, trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen. Und morgen gibt es eine kleine Überraschung.